Ja, hallo liebe Leute, zu einem weiteren kleinen, ich nenne es wieder Tipps und Tricks Video. Diesmal, auch danach bin ich gefragt worden, zu Schergen, oder wie sie im Englischen heißen, was ich viel besser finde, ist Handlanger, zu Prozessen und Beweisen, was ja auch Teil des Spiels ist, wo man aber nie so ganz genau weiß am Anfang. Ich wusste es auch nicht, wofür eigentlich, was mache ich damit, wo kriege ich sie her, wo finde ich sie und wie führe ich eigentlich einen Prozess. Anfangen möchte ich mit den Schergen. Die gibt es irgendwann, wenn ihr die Ränge nach oben klettert. Ich glaube, als Bürger, ihr seht es hier unten bei den Boni Schergenlimit plus 1. Da könnt ihr euren ersten Schergen anheuern. Und dann gibt es weitere. Freibürger kriegt ihr noch einen dazu. Beim Edelmann kriegt ihr noch einen dazu. Beim Freiherr kriegt ihr noch einen dazu. Das heißt, das Limit der Schergen, die ihr gleichzeitig haben könnt, steigt. Wo kriegt ihr die her? Im Grunde könnt ihr auf ein beliebiges eurer Gebäude gehen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel meinen Gutshof. Ihr könnt auch jeden anderen Betrieb nehmen. Und dann gibt es hier unten in der Liste für 500 Taler gibt es den Button Schergen anheuern. Und den könnt ihr im Prinzip so oft betätigen, wie euer Limit aktuell ist. Und der Scherge erscheint dann quasi, wir können es mal machen, hier direkt vor dem Betrieb. Wupp, jetzt sind hier natürlich 5000 Leute. Wo ist er denn? Hier steht sie. Was wollt ihr erledigt wissen? Die Schergin Josephine. Und die könnt ihr jetzt quasi frei steuern, wie eure Familienmitglieder im Prinzip, ne? Genau. Und die haben jetzt verschiedene Funktionen. Ich lasse die mal hier stehen, vielleicht brauchen wir sie später. Wir gucken jetzt mal hier bei der guten Olina. Die habe ich schon etwas länger, die habe ich auch ein wenig ausgerüstet. Weil es empfiehlt sich, einen Schergen ein bisschen auszurüsten. Das ist ja eher was Verbrecherisches, sage ich jetzt mal, was Gaunerhaftes. Deswegen habe ich ihn hauptsächlich ausgestattet mit Sachen, die Heimlichkeit geben, die Aufmerksamkeit geben. Also alles das, was man so braucht, wenn wir mal gucken. Heimlichkeit wird beeinflusst durch Geschick und Aufmerksamkeit. Das bufft im Prinzip alle Sachen, die der Charakter heimlich tut. Und es gibt hier unten noch Einschüchterung. Das wird beeinflusst durch Kraft und Charisma. Das ist alles, wo du, wenn du irgendwo gewalttätig vorgehst, dann ist das wertvoll. Die Schergin, die ich jetzt hier habe, die ist hauptsächlich für Heimlichkeiten zuständig. Deswegen habe ich ihr jede Menge Aufmerksamkeit verpasst. Genau, und was kann man mit der guten Dame jetzt machen? Das Interessanteste ist, du hast unter Aggressivität, hast du natürlich so Sachen wie jemanden anzugreifen, jemanden umzubringen, ganz bösartige Dinge, die ihr auch mit euren Familienmitgliedern tun könnt. Ich empfehle aber tatsächlich solche Dinge, wenn ihr wirklich mal jemanden umbringen wollt. Als Beispiel nehme ich jetzt mal den Landsherrn. Wer Landsherr werden möchte, wir gucken mal hier drauf. Das seht ihr ganz klar, Landsherren werden auf Lebenszeit eingesetzt. Amtszeit unbegrenzt, lebenslang. Bewerbung möglich nach dem Tod des gegenwärtigen Landsherren. Wer jetzt wie ich Bürgermeister ist und gerne Landsherr werden würde und vielleicht nicht noch 30 Jahre warten möchte, bis der gute Jörn Huber verstirbt auf natürlichem Wege, der kann ja ein bisschen nachhelfen, ne? Das würde ich tatsächlich, wenn ihr das wirklich vorhabt, ich natürlich nicht. Wenn ihr das wirklich vorhabt, würde ich sowas immer mit einem Schergen tun. Mit dem einfachen Hintergrund, wenn es schief geht und ihr angeklagt werdet, dann fällt das nicht auf euch zurück. Ruftechnisch fällt es sehr wohl auf eure Dynastie zurück. Euer Ruf wird einbrechen, wird runtergehen. Aber sollte das Gerichtsurteil gar Hinrichtung oder Einkerkerung lauten, wird nicht euer Familienmitglied hingerichtet, sondern nur der Scherge. Das heißt, alles, was ihr dann verliert, sind die 500 Taler, weil selbst die Ausrüstung, die er trägt, könnt ihr ihm noch ausziehen und an einen neuen Schergen weitergeben, bis der Gerichtsprozess beginnt. Das dauert meistens von der Anklage bis zum Gerichtsprozess ein gutes Jahr, wenn nicht länger. Da habt ihr genug Zeit, die Ausrüstung weiterzugeben, und soll es dann wirklich zu einer Hinrichtung kommen, ja gut, dann habt ihr die 500 Taler verloren für die Anheuerung und kauft euch einfach einen neuen, ne? Da ist dann nicht ganz so viel kaputt, wie wenn euer Familienoberhaupt, eure Ehefrau oder gar euer Erbe hingerichtet wird, weil ihr es mit dem probiert habt. Das heißt, für so brutale Sachen sind die Schergen ganz gut. Was sie sonst noch können,
Ist unter anderem Beweise finden und Gebäude auskundschaften. Was das bringt, ich kann das euch mal zeigen. Wir können es mal probieren. Ich gehe mal hier ran. Hier steht zum Beispiel eine, was nehmen wir? Eine Kräuterhütte. Die gehört der Dynastie Domburger. Wenn ihr da reinguckt, seht ihr eigentlich nicht viel. Ihr seht die Mitarbeiter, die im Moment alle schlafen, weil Nacht ist. Und ihr seht, was das Ding herstellen kann. Mehr aber nicht. Wenn ihr jetzt da hingeht und sagt, Beweise, nein, nicht Beweise finden, auskundschaften. So 3 Uhr morgens, nein. Und alles in Ordnung. Hier, Gebäude auskundschaften, klickt dann hier drauf, 77% Chance, wir gucken mal, ob wir Glück haben. Jemand versucht euch zu bestechen. Erfolgreich. So, und jetzt steht die gute Shergin hier. Und hier unten seht ihr jetzt Gebäude auskundschaften, das läuft sehr langsam. Ihr seht, jetzt fängt das ein bisschen an. Und solange die jetzt hier steht und das Gebäude quasi auskundschaftet, könnt ihr hier reingucken und ihr habt hier oben alles. Könnt ihr euch angucken. Ihr könnt die Produktionsliste sehen. Ihr könnt sehen, was sie im Lager haben und wie das Lager eingestellt ist. Ihr könnt das die Verkaufslagereinstellungen sehen, was besonders gut ist, weil ihr jetzt sehen könnt, dass sie die Sachen billiger verkaufen. Ihr könnt jetzt ganz genau sehen, dass sie die Schattendolche für 10% günstiger verkaufen als am Markt. Das heißt, ihr könntet jetzt theoretisch, wer es auf die Spitze treiben will, hier Schattendolche kaufen, weil sie besonders günstig sind, wenn ihr sie denn braucht. Ne? Ihr könnt die Erweiterungen sehen, die gekauft wurden. Also ihr könnt das Gebäude im Prinzip komplett sehen, so lange wie halt hier das Gebäude auskundschaften läuft. Wenn ihr das vorzeitig abbrecht, ist es wieder weg. Dann seht ihr nichts mehr. Ne? Also ihr könnt es während der Dauer sehen. Das ist die Fähigkeit Gebäude auskundschaften. Das zweite ist, das ist auch vielleicht ganz interessant, ist Beweise finden. Ihr habt es wahrscheinlich schon öfter gehabt, dass ihr die Meldung gekriegt habt, bei euch wurde eingebrochen oder ähnliches. Wenn ihr euch dann gefragt habt, ja, was kann ich denn dagegen tun? Erstmal nix tatsächlich. Wenn ihr hinterher Beweise sucht, ist auch nicht sicher, dass ihr welche findet. Beweise suchen ist eigentlich ziemlich, meiner Meinung nach, ja, könnt ihr mich gerne korrigieren, ziemlich random. Also ihr klickt, wenn wir das mal machen, hier auf Beweise suchen, könnt jetzt eine Position auf der Karte nehmen. Hier ist jetzt direkt ein Räuberlager, wir machen das mal vor dem Räuberlager. Bestätigen, kostet uns 200 Taler. Und die gute Frau macht jetzt nichts anderes, als hier in der Gegend rumzulaufen, sich Gebäude anzugucken, hier mit Leuten zu sprechen. Und wenn die Aufgabe abgeschlossen ist, dann findet sie am Ende entweder einen Beweis oder sie findet keinen. Ich spule das jetzt mal kurz weg und wir sehen uns gleich wieder, wenn sie fertig ist und gucken mal, ob sie einen Beweis gefunden hat. So, hier sind wir wieder. Hier ist die gute Dame noch am Unterhalten, aber ihr seht hier unten, wir sind fast fertig. Das geht ziemlich lange tatsächlich. Und jetzt sehen wir erfolgreich, wir haben einen Beweis erhalten. Und den findet ihr jetzt folgendermaßen. Hier oben gibt es den Knopf Buch der Dynastien. Und hier seht ihr jetzt alle Dynastien. Und jetzt müsst ihr tatsächlich ein bisschen suchen. Wenn ihr auf ein Wappen einer Dynastie klickt, dann kommt ihr dort. Seht ihr dort hier in der Mitte die Sachen, die ihr zur Auswahl habt. Ihr seht ihre Familie, Romanzen, Geißeln, eure Beliebtheit bei den Leuten. Und hier unten gibt es den Reiter Beweise. Da steht jetzt 0. Das heißt, hier hat sie nichts gefunden. Jetzt ist es ein bisschen Sucherei. Jetzt muss man hier mal ein bisschen durchklicken. Wo hat sie einen gefunden? Hier. Bei der Dynastie Drollinger hat sie jetzt einen Beweis gefunden. Und jetzt steht hier, die haben Schutzgeld erpresst. 1425 um 23.52 Uhr. Und ihr seht auch, wann dieser Beweis abläuft. Hier findet ihr jetzt die Beweise, die sie gefunden hat. Was ihr damit machen könnt, da gehen wir dann gleich noch drauf ein. Das ist also die Möglichkeit, Beweise zu finden, was die Shergin kann. Und als letzte zwei Punkte, was sie auch noch kann, ihr könnt mit ihr Gebäude bewachen. Wenn ihr verhindern möchtet, dass eure Gebäude ausgeraubt werden oder wenn ihr Gebäude habt, die besonders häufig ausgeraubt werden oder in eurem Lager besonders wertvolle Sachen sind, könnt ihr die Shergin das Gebäude bewachen lassen. Ihr wählt das einfach aus, klickt da drauf und die macht eigentlich nichts anderes, als hier vorne hinzustehen und da steht sie dann, macht einen auf, du kommst hier nicht rein, ja.
und bewacht das Gebäude. Hat einen neuen Berufsgrad erreicht. Was sie sonst noch kann, ihr könnt jemanden eskortieren. Jemanden ist dabei sehr eng gefasst. Das geht nur für eure Dynastie-Mitglieder. Wenn ihr später mal Fäden habt, Familienfäden habt, im Krieg seid mit anderen Dynastien und dort wirklich Mordversuche auf euch unternommen werden, was durchaus vorkommt, vor allem in höheren Schwierigkeitsgraden, da macht so eine persönliche Leibwache schon einiges aus. Dafür ist sie dann auch ganz sinnvoll. So, und der allerletzte Punkt, den ich jetzt noch zeigen will, was sie kann, weil da wird es dann interessant. Sie hat noch die Möglichkeit, hier hinten für 3000 Taler Gebäude erobern. Damit könnt ihr tatsächlich Betriebe anderer Dynastien übernehmen. Ich werde das jetzt einfach mal vorführen hier, was dann eigentlich passiert. Wir stehen hier. Gut. Da ist ein Räuberlager. Der Strolch mit dem Dolch, das gehört der Familie Güldenstein. Und da gehen wir jetzt einfach mal hin und greifen ihr Räuberlager an und sagen, ich möchte dieses Gebäude übernehmen. 100% Wahrscheinlichkeit, das ist tatsächlich erstaunlich hoch, das liegt wohl an der Ausrüstung. Mach ich. Zahlen 3000 Taler. Und jetzt läuft die gute Dame dahin und stellt so eine Fahne auf. Ihr könnt das jetzt sehen, das ist so ein, was ist das? Ein Fahnenmast. Und oben am Fahnenmast ist jetzt die Fahne der Gilde Güldenstein. Und diese Fahne seht ihr jetzt, ganz langsam wandert die Fahne nach unten. Wenn die Fahne ganz unten angekommen ist, wird sie ersetzt durch die Fahne eurer Dynastie und dann wandert die Fahne wieder nach oben. Und wenn die Fahne eurer Dynastie oben angekommen ist, dann gehört das Gebäude euch. Das kann natürlich verhindert werden durch die Gilde selbst. Ein Angestellter hat einen neuen Berufsgrad. Ja, schön. Das kann natürlich durch die Gilde selbst verhindert werden, der das gehört, indem sie euch einfach angreift. Irgendjemand muss jetzt die gute Dame hier, die gute Schergin, kaputt hauen. Dann endet das Ganze. Beziehungsweise es endet nicht. Vielleicht bekommen wir was zu sehen. Ansonsten sage ich es danach. Ein Angestellter hat einen neuen Berufsgrad. Es kann natürlich auch passieren, dass ein Stadtgardist, ein Wachmann, euch angreift, weil das illegal ist hier. Aber wir gucken einfach mal. Ich lass mal ein bisschen schneller laufen. Wir gucken, was passiert. Da seht ihr, da bleiben unter anderem bleiben manchmal auch Leute stehen, die euch entweder zujubeln oder euch verurteilen, euch aber nichts tun. Das ist vielleicht ein kleiner Nebeneffekt, ich weiß es nicht. Jetzt ist die Fahne ausgetauscht worden durch meine Dynastie und jetzt wandert die Fahne wieder nach oben. Noch hat niemand versucht, uns daran zu hindern. Ich mach mal noch ein bisschen schneller. Beziehungsweise bevor es jetzt gleich durchgeht, solltet ihr jetzt angegriffen werden. Das Oberhaupt einer anderen Dynastie ist verstorben. Solltet ihr jetzt angegriffen werden und bewusstlos geschlagen werden, dann bleibt die Fahne hier stehen. Der Versuch ist nicht vorbei. Ab dann geht, wenn eure Schergin nicht mehr hier ist, sondern kaputt gehauen wurde, geht eure Dynastiefahne wieder runter. Wird unten wieder ersetzt durch die der Dynastie, der das Gebäude gehört. Und dann geht die Fahne wieder hoch. Und erst wenn die oben ist, ist der Versuch fehlgeschlagen. Ihr könnt in der Zeit natürlich mit einer zweiten Schergin hier ankommen, nochmal 3000 Taler bezahlen und weitermachen. Ja, und versuchen, das Ganze zu retten. Kann ich jetzt wahrscheinlich nicht vorführen, weil es jetzt offensichtlich hier tatsächlich ohne jede Gegenwehr durchgeht. Noch ein bisschen. Jetzt haben wir es gleich. Ihr habt ein Gebäude erobert. So, und jetzt haben wir ein Gebäude erobert. Jetzt gehört das Räuberlager uns, samt allen Angestellten, samt dem Lager, was halt in dem Falle drin ist. Im Räuberlager ist jetzt nicht so viel drin. Ihr braucht natürlich einen freien Betriebeslot dafür, sonst geht das nicht. Und ihr könnt dann ganz einfach, so mache ich das meistens, das Gebäude abreißen. Nehmen wir sogar noch 1800 Taler mit. Und damit haben wir die Konkurrenz geschwächt. Ne? Das ist auch noch eine Möglichkeit, die ihr mit den Schergen habt. Dass das jetzt so reibungslos funktioniert,
glaube nicht, dass das Standard ist. Ich bin selbst überrascht, dass das so einfach ist. Normalerweise ist es das nicht. So, und so viel jetzt erstmal zu den Schergen, was ihr mit ihnen machen könnt. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt weiter zur Rubrik Beweise, wo wir ja gerade schon einen gefunden haben. Dann sehen wir uns gleich wieder. So, hier sind wir jetzt wieder bei unseren Beweisen. Ich habe jetzt nochmal durchgeguckt. Ich habe den Beweis gegen die Dynastie Drollinger mit Schutzgeld erpressen, den wir ja vorhin gefunden haben. Ich habe tatsächlich hier auch noch einen gefunden gegen die Dynastie Domburger. Sie haben eine Stinkbombe gezündet. Das seht ihr auch gegen wen? Und zwar gegen die Dynastie Geißlein. Da könnt ihr euch dann überlegen, welche Dynastie ist euch lieber. Lasst ihr den Beweis verfallen? Benutzt ihr ihn? Und das ist eigentlich der Punkt, ihr braucht Beweise, um Klagen einzureichen. Ihr habt, so wie bei den Schergen, wenn ihr aufsteigt, bekommt ihr neben dem Schergenlimit, ihr seht es hier unten wieder bei Boni, auch immer ein Prozesslimit dazu ab und zu. Das ist die Anzahl der Prozesse, die ihr parallel führen könnt. Also ich habe jetzt zwei, hier wo ich bin, ich habe jetzt ein Prozesslimit von 3. Das heißt, ich könnte jetzt 3 Prozesse parallel führen. Das heißt, wir werden jetzt auch das direkt mal ausnutzen für die 2 Beweise, die wir haben, und werden 2 Prozesse führen. Das heißt, ich habe hier gegen die Dynastie Domburger den Stinkbombenprozess im Prinzip. Und wenn ihr jetzt auf den Beweis geht, seht ihr hier den Klopf Klage einreichen. Und hier könnt ihr jetzt im Prinzip den Beweis nutzen, um eine Klage einzureichen. Wenn ihr draufklickt, kriegt ihr die Meldung, dass ihr sie angeklagt habt und dass die Verhandlung in einer Runde stattfindet. Okay, jetzt machen wir das bei den anderen noch. Die haben Schutzgeld erpresst, auch die werden wir anklagen. Und jetzt seht ihr hier rechts in der Liste, Gerichtsverfahren, Richterkammer. Und seht ihr, wenn ihr da draufklickt, Ankläger bin ich, Mopi Ingbertsen. Der Angeklagte ist der Landsknecht Charlotte. Und hier unten seht ihr die Richterkammer mit den Richtern, die dafür zuständig sind. Hier wird das Verbrechen angezeigt und hier könnt ihr jetzt eure Erwartung einreichen als Ankläger, was eure Erwartung am Urteil ist. Und das seht ihr jetzt, ihr habt die Auswahl zwischen mild, gerecht und hart. Könnt ihr euch jetzt auch entscheiden, mild, weiß ich nicht, macht für mich wenig Sinn. Wenn ich eine Dynastie anklage, eine andere, dann meistens deswegen, weil ich sie fertig machen möchte. Ja? Sonst brauche ich sie nicht anklagen und dann ist unsere Erwartung natürlich immer ein hartes Urteil. Und das machen wir jetzt natürlich auch beim anderen, auch wenn eine Stinkbombe vielleicht nicht so wild ist, aber wir reichen auch hier eine Erwartung ein, volle Härte des Gesetzes. Und jetzt seht ihr, wann die Gerichtsverfahren stattfinden. 1427 um 16 Uhr, 1427 um 16 Uhr. Das ist im Prinzip genau ein Jahr. Und dann würde ich sagen, spule ich einmal vor und dann sehen wir uns gleich im Gerichtssaal wieder, würde ich sagen. Jetzt haben wir ein bisschen vorgespult. Wer sich wundert, es ist noch nicht 16 Uhr, da soll ja die Gerichtsverhandlung stattfinden. Es ist erst 15:45 und das liegt daran, dass ich euch noch was anderes zeigen möchte, wenn ihr einen Termin bei Gericht habt. Und dabei ist es egal, ob ihr Ankläger seid, ob ihr Angeklagter seid oder ob ihr das Amt eines Richters begleitet. Ungefähr 2 Stunden, beziehungsweise abhängig von der Entfernung des Charakters zum Gericht, kommt die Meldung. Ich lass mal laufen. Müsste jetzt gleich kommen. Eine Gerichtsverhandlung wurde angesetzt. Hier ist es, anstehender Gerichtstermin. Und dann macht sich euer Charakter automatisch auf den Weg zum Gericht. Seht ihr auch hier oben in der Statusleiste, der was er tut. Auf dem Weg zum Gericht. Der Charakter hat einen wichtigen Termin bei Gericht. Das heißt, der läuft jetzt automatisch ins Rathaus, dort, wo der Prozess stattfindet, und nimmt daran teil. Das machen eure Charaktere grundsätzlich automatisch. Ihr müsst nur darauf achten, wenn ihr so einen Termin habt, dass euer Charakter verfügbar ist. Das heißt, er darf nicht auf einer Handelsreise sein, er darf nicht auf einer Fernreise sein. Arbeiten darf er. Das unterbricht er automatisch und bewegt sich zum Gericht. Eine Gerichtsverhandlung wurde angesetzt. Und ihr müsst aufpassen, dass ihr ihm nicht, während er jetzt auf dem Weg zum Gericht ist, ihm einen anderen Befehl gibt. Solltet ihr das tun, aus Versehen oder bewusst, weil er nur unterwegs noch was machen muss, müsst ihr ihn danach manuell zum Gericht befördern. Gericht
Gerichtsverhandlungen finden immer grundsätzlich im Rathaus statt. Rathaus findet ihr, wenn ihr auf der Karte guckt, unter öffentliche Gebäude. Wenn man alles andere ausmacht, wird es ein bisschen übersichtlicher. Unter öffentlichen Gebäuden gibt es hier das Rathaus. So. Machen wir alles aus. Jetzt. Und dann könnt ihr sehen, wo sich die Rathäuser befinden. Habe ich jetzt den Haken gesetzt? Ja. Hier ist ein Rathaus. Hier ist ein Rathaus. Ich spiele jetzt auf der Hanse-Karte. Da hat sowohl Lübeck, Kiel als auch Hamburg ein eigenes Rathaus. Und je nachdem, wo der Prozess stattfindet, wo ist der gute Moppy unterwegs? Sehen wir ihn irgendwo? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Oder ist er schon im Gericht? Ne, hier oben ist er. Er macht sich auf den Weg nach Kiel ins Rathaus, wie wir sehen. Und dann können wir dort auch einfach mal vorbeigucken. Hier ist das Rathaus Kiel. Wenn wir da mal reingehen, steht der Kollege jetzt hier drinnen nutzlos im Gang rum. Und wenn man mal guckt, wer hier noch steht, eine Richterin ist auch schon da. Die Leute finden sich jetzt hier ein. Jetzt ist erst 2:30 und stehen hier jetzt blöd, sage ich jetzt mal, dumm in der Landschaft rum, bis 16 Uhr ist. Und um 16 Uhr beginnt dann hier im Gerichtssaal die Verhandlung. Der man dann im Prinzip live, die oberste Richterin ist gerade eingetroffen, der wird dann live beiwohnen können. Deswegen machen wir das jetzt gerade mal. Es ist schon 3:30, gleich ist 16 Uhr und dann geht es wahrscheinlich auch pünktlich los. So, wir machen wieder normal. Jetzt ist 16 Uhr, jetzt müsste es auch losgehen. Genau, jetzt bewegen sich alle automatisch hier in den Gerichtssaal. Hier ist die Angeklagte, der Ankläger und die drei Richter. Jetzt kann man sich da durchklicken. Das Gericht tritt heute zusammen, um über die folgende Klage zu entscheiden. Zunächst wird das Gericht den Kläger zu Wort kommen lassen. Genau, jetzt sind wir dran. Jetzt legen wir, das passiert alles automatisch, unsere Beweise vor. Ich bringe nun meine Beweise vor. Die wir gefunden haben. Für diese schrecklichen Verbrechen erwarte ich ein hartes Urteil. Und wir fordern natürlich unser hartes Urteil. Das ist das, was wir ja vorhin extra eingestellt haben. Nun darf die Angeklagte sich entweder schuldig bekennen oder unschuldig. Ich bin unschuldig. Sie bekennt sich unschuldig. Dem nun alle Beweise vorgetragen wurden, und jetzt entscheiden im Prinzip die drei Richter mehrheitlich. Schuldig. Hohes Bußgeld, 1200 Taler und 106 Einfluss. Nicht schuldig. Nicht schuldig. 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 1200, auch 200.000 Taler und 106. Gericht erklärt die Angeklagte hiermit. Die Produktion wurde unterbrochen. So, warum sie jetzt eine Bestrafung, öffentliche Schmähung, minus 56 kriegt, nachdem beide für Bußgeld gestimmt haben, kann ich euch nicht sagen. Das weiß das Spiel exklusiv. Und damit ist die Verhandlung im Prinzip beendet. Wie gesagt, ihr müsst euch das nicht jedes Mal angucken. Gerade dann, wenn man das Amt eines Richters begleitet, hat man, ich zeige euch mal die Liste hier, gerade geht's. Drei Gerichtsverfahren am Laufen hat meine gute Ehefrau, die ist nämlich Richterin. Manchmal sind das auch 7, 8 oder 9. Ihr müsst das nicht immer machen. Ihr müsst aber halt dann, wie gesagt, nur dafür sorgen, dass euer Charakter frei ist und quasi automatisiert zum Gericht laufen kann, die Verhandlung führen kann und danach bewegt er sich auch automatisch zurück zu seiner Arbeit, die er bis dato der nachgegangen ist. Und das ist im Prinzip alles. Also über diese Gerichtsverhandlungen könnt ihr theoretisch, wenn ihr nicht auf Morden, Einbrechen und Betriebe übernehmen steht, andere Dynastien quasi auch auf dem legalen, juristischen Wege zermürben. Ich sag euch aber, es ist ein sehr zähes Geschäft, weil wir haben gesehen, dass Beweise finden kann man nicht gezielt machen. Man kann zwar eine Region dafür vorgeben, aber was am Ende für ein Beweis rauspurzelt und vor allem gegen welche Dynastie, ist für mich noch völlig random. Das scheint Zufall zu sein. Wenn dem nicht so ist, wenn man Beweise gezielt gegen Dynastien sammeln kann, könnt ihr mich da gerne in den Kommentaren aufklären. Das würde mich auch interessieren. Aber ich habe es zumindest in einem meiner eigenen Saves schon mal geschafft, das Familienoberhaupt einer anderen Dynastie inklusive des Erben zumindest einzukerkern. Es gibt sogar Hinrichtungen in der Gilde 3, den kann man dann auch beiwohnen, wenn das Gerichtsurteil Hinrichtung ist oder Kerker. Wird nämlich die Angeklagte direkt danach dorthin gebracht. Kann man quasi live zugucken. Bei mir wurde der Charakter dann erhängt tatsächlich auf dem Schafott. Sieht man live. genau, also der juristische Weg ist möglich, ist aber eine sehr langwierige Prozedur.
So, und damit wäre ich eigentlich schon am Ende mit allem, was mir bekannt ist, inklusive wofür man es braucht, was man damit machen kann, sowohl für die Schergen als auch für die Beweise und die Prozesse. Sollte ich was vergessen haben, kann man noch mehr tun, schreibt es gerne unter das Video. Mich würde es tatsächlich auch immer interessieren. Ich erhebe hier absolut keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Aber ich hoffe einfach, dass zumindest ein paar Infos dabei waren, die dem einen oder anderen weiterhelfen. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch viel Spaß zu wünschen. Ich gehe mal hier raus, die fangen eine neue Gerichtsverhandlung an. Dann bleibt mir eigentlich auch nur noch viel Spaß zu wünschen, bei welchem Weg, egal ob legal oder illegal, welchen ihr auch immer einschlagen möchtet. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, bleibt gesund und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao!